Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Ich hoffe, dass der Part noch am 25. erscheinen wird. Ja, wär cool gewesen, wenn ich das Spiel schon zum 15. gehabt hätte, aber nein. Heute am Release-Tag nehme ich den ersten Part auf. Wir haben gerade 7:15, also bis 20 Uhr, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber ich kann den Part, denke ich, auch später hochladen. Wie dem auch sei. Ich habe das Spiel kurz angezockt, so lange, bis halt was Neues kam. Und es kam relativ zügig etwas Neues, das hat mich sehr überrascht. Aber später dazu mehr. Jetzt erstmal, möchtest du eine Online-Verbindung herstellen? Dadurch kannst du deine Spielinformationen für Spieler auf der ganzen Welt sichtbar machen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür das ist, ich habe überlegt, es nachzuschauen, aber ich dachte mir so, ich lasse mich einfach mal überraschen. Die Online-Funktionen wurden aktiviert. Deine Spielinformationen sind nun für Spieler weltweit sichtbar. Nice, das heißt, für die, die es von euch interessiert, ihr könntet euch dann wahrscheinlich anschauen, wie viele Verwandlungen ich gemacht habe, wie viele Gegner ich gekillt habe, wie viele Münzen ich eingesammelt habe. Irgendwie sowas, denke ich mal. Also ja, eine nette Sache, schätze ich. Sprich im weiteren Spielverlauf mit dem Waddle-Dee-Gelehrten, um anhand globaler Spielinformationen zu sehen, wie du im direkten Vergleich mit anderen Spielern abschneidest. Wahrscheinlich auch, wie viel Damage ich bekommen habe, ne? Wähle die Schwierigkeit. Wilder Modus. Dieser Modus ist etwas wilder und herausfordernder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternmünzen als Belohnung. Diese Einstellung kannst du später ändern. Frische Brise Modus. Ein etwas leichterer Spielmodus, in dem Kirby über viele KP verfügt. Perfekt geeignet für Actionspiel-Einsteiger. Ich habe ja in der Demo gesagt, wir zocken direkt mit dem wilden Modus. Ja. Macht auch Sinn. Aber ich denke, jetzt für den ersten Part möchte ich mal einen frische Brise-Modus ausprobieren. Weil viele KP, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Und wir können es ja... Ja, toll. Wir können es ja später wieder ändern. So. Kurzen Hänger gehabt, sorry. Und werden wir auch. Direkt nach dem ersten Part, also im zweiten Part, oder vielleicht schon davor, keine Ahnung, werden wir auf den wilden Modus umsteigen. Also, keine Sorge, ich werde nicht das gesamte Let's Play drin verbringen, wenn überhaupt nur den ersten Part. Und man merkt schon, an dem Intro wurde nicht wirklich was geändert. Vielleicht ein paar Änderungen an dem Theme erstellt. Aber großartig, Sounds wurden nicht hinzugefügt. Leider, ich hätte mir erst echt gerne gewünscht, dass einfach noch Sounds hinzugefügt werden. Dass das lebendiger wirkt. So, dieser Einspieler. Dass man halt tatsächlich den Sturm hört, dass man Kirby hört, wie der irgendwie überrascht ist darüber, dass da auf einmal so ein Sturm aufzieht. Oder dass man auch den Stern hört, dass der diese typischen Stern-Sounds macht, wenn man damit rumfliegt. Aber nö. Tja. Gibt's leider nicht. Was soll's. Aber Kirby ist etwas lauter gemacht. Glaube ich. Man sollte den jetzt in der Aufnahme auch mal hören können. Wie dem auch sei. Oh ja. Oh ja, Kirby hat eindeutig mehr KP. Und wir haben schon 2 Sternmünzen. Ist auch hier in der Blume ist eine. Immer? Anscheinend, ja.
Oh, hier oben. Das Secret ist, glaube ich, neu. Hier sind aber auch drei Münzen. Genauso wie im wilden Modus. Da gibt es auch drei Münzen zu finden. Genauso wie hier. Ich glaube, das hier war schon in der Demo. Aber das Secret auf dem Stein gab's, glaube ich, nicht. Ja, und in Blumen gibt es immer eine Münze. Naja, inwiefern es hier weniger Sternmünzen gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, wir werden das noch im weiteren Spielverlauf sehen. Mal schauen. So, was ich nicht probiert habe. Kann man darüber? Nein. Kann man nicht? Okay, und ich weiß auch nicht, ob das Schild hier, ob das neu ist. Das weiß ich nicht. Es wirkt für mich zumindest neu. Also, dass es das nicht in der Demo gab, meine ich. Ich glaube, es gab das nicht in der Demo. Vielleicht gab es in der Demo. Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, ist es schön, dass die hier dann nochmal so kleine Veränderungen gemacht haben. Damit das Ganze hier ein bisschen voller wirkt, das Spiel. Aber im Prinzip erstmal nicht so viel erwarten. Ich habe ja gesagt, es gibt neue Sachen, die ich bemerkt habe. Au. Aber alles mit der Ruhe. Kommt noch. So, wir speeden hier auf jeden Fall ein wenig durch. Hier gibt es anscheinend immer eine Karotte. Beim, eben als ich das angespielt habe, gab es da auch eine Karotte. Und die gibt es da anscheinend standardmäßig. Hätte ja auch sein können, dass man eine Tomate zu finden gibt. Oder ein Apfel oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und auch in der Cutscene merkt man, die Sounds fehlen. Ich weiß nicht, ob das so der Stil des Spiels sein soll, dass man halt diese ruhigere, verspieltere Atmosphäre hat, indem man die Sounds weglässt. Aber das gefällt mir nicht. Irgendwie gar nicht. Nun gut, schauen wir erstmal. Vielleicht ist das ja bei den ersten zwei Cutscenes nur so. Das wäre zwar etwas komisch, aber immerhin wäre es dann nur bei den ersten zwei Cutscenes so, dass die Sounds fehlen. Weil so durchgehend habe ich da keine Lust drauf. Weil man hört hier auch Sounds. Und wenn es die in den Cutscenes nicht gibt, wirkt das halt sehr komisch. Als wollte man irgendwie vermitteln, als ob die Cutscenes irgendwie ein Traum wären oder nicht real oder was auch immer. Seht ihr, was ich meine? Ich hoffe, man versteht's. Alter, wie viele Münzen haben wir da gerade bekommen? Den Berg gibt es auch im wilden Modus. Und deswegen, wie gesagt, ich wüsste nicht, inwiefern es hier im Frische-Brise-Modus weniger Münzen zu finden gibt. Und da ist die Änderung, die ich gemeint habe. Let's go. Kirby und das vergessene Land. Es geht los. Ich habe nur den ersten Satz von dem Song gehört
dachte mir direkt, nee, das muss aufgenommen werden. Ich nehme nochmal neu auf. Ich wollte eigentlich... cool. Ich wollte eigentlich so weit spielen, wie wir in der Demo gespielt haben. Dass wir halt die Demo quasi zum ersten Part machen, da das erste Level spielen, da über den ersten Level, keine Ahnung. Und hier dann halt den zweiten Level. Aber durch diese Veränderung hab ich mir dann gedacht, nimmste alles nochmal neu auf. Ja, okay. War ja auch nicht viel, ne? Keine große Sache. Okay. Aber ich glaube, das war auch... Das war auch schon die erste Veränderung. Oder die einzige Veränderung, die es gab. Weil man es natürlich spannend machen wollte. Beziehungsweise, nee, anders. Weil man es erst im richtigen Spiel spannend machen wollte und nicht schon in der Demo zeigen wollte, yo, guck mal hier, gibt ein Intro. Weil sonst erwartet man irgendwie was. Und ich denke, nach diesem ersten Level, den man in der Demo spielen konnte, hätte es halt nur noch den zweiten gegeben. Oder einen Teil vom zweiten. Wie auch immer. Und wenn man das Intro dann sieht, dann denkt man sich so, ja, jetzt geht's los, aber man ist halt immer noch in der Demo. Ist ein kleiner Downer, oder wäre ein kleiner Downer gewesen. Da kann ich die Entscheidung, das Ganze für... das Ganze für die... fürs Hauptgame, fürs richtige Spiel aufzuheben und verstehen. Nice. Hier nochmal der Kirby-Tanz. Sehr geil. Hast mich gerettet, vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen, diesen Waddle-Dees? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben uns zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien... Was? Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft. Doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Hey, ich habe eine Idee. Lass einfach deinen Stern nehmen. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Dein Name ist also Kirby? Freut mich. Ich bin Elfilin. Hallo, Elfilin. Und... Was? Let's go, wollte ich sagen. Hey, Kirby. Ah, da ist er. Teammodus mit zwei Spielern. Um das Abenteuer mit Spieler 2 in der Rolle des Waddle Dee Assistenten. Ja, okay. gemeinsam zu erleben, wähle Teammodus im Pausenmenü. Puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Wurde nämlich auch in Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid, ich spring gern ein. Alles klar. Falls du gemeinsam mit einem zweiten Spieler spielen möchtest, kannst du mich jederzeit übers Pausenmenü herbeirufen. Jederzeit? Immer? Also auch mitten im Level? Das wäre natürlich cool. Und hier ist die World Map.
mit den Naturebenen. Oh, cool, man kann hier so rumfliegen. Okay, das ist dann schon mal etwas. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass man irgendwie rumlaufen kann und hier noch irgendwie Secrets entdecken kann oder so. Aber welchen Spiel gab's das nochmal? Bei Super Mario 3D World. Das war die beste World Map. Also so hätte ich mir das auch hier gewünscht. So würde ich mir das eigentlich immer wünschen. Oder so wie bei Mario Galaxy, wo es halt dieses Schiff gibt. Und da kann man dann die Level nachträglich auswählen. Irgendwie sowas. Das wäre hier auch cool gewesen. Aber so ist es auch okay. Moment mal. Suchen. Okay. Man kann hier zumindest Sachen entdecken. Aber natürlich ist das Ganze viel abgespeckter als bei solchen offeneren World Maps. Und das hier sieht nach Bonuslevel aus. Das sieht echt sehr nach Bonuslevel aus. Ich bin mal gespannt. Das hier drüben irgendwie auch? Ja? Okay. Wir können gespannt sein. Und okay, Moment. Ja, haben die hier alles gemacht? Oh. Ups. Bottle die Stadt. Ah, Moment mal. Das zählt nicht als Level. Sondern das war nur das Intro. Und ich habe auch schon gehört, man soll eine Stadt aufbauen können, beziehungsweise es wird eine Stadt im Verlaufe des Spiels. Man kann ihn schlagen. Im Verlaufe des Spiels wird eine Stadt aufgebaut. Ich bin mal gespannt, was dann da alles zu sehen gibt. Ich habe mir das noch nicht wirklich angeschaut. Ich habe halt nur gesehen, okay. Da gibt es irgendwas zu tun. Oh, und wahrscheinlich hat es auch mit den Waddle Dees zu tun, die man hier befreien kann. Okay. Alles sehr aufregend. Ich denke aber, ich werde jetzt erstmal Schluss machen, weil natürlich soll der Part noch rechtzeitig erscheinen und ich möchte natürlich auch vermeiden, dass der Part eine Überlänge annimmt. Und wir sind so bei, ja, 18 Minuten, wenn ich noch ein bisschen was wegschneide. Also denke ich, dass wir hier jetzt erstmal Schluss machen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das ganze Spiel sich dann herausstellt. Achso, Moment. Schwierigkeit. Wilder Modus. Ja. Wie sich das ganze Spiel so herausstellt, bin ich schon sehr gespannt, was es hier alles zu tun gibt, welche Fähigkeiten es geben wird. Und wenn ihr auch Bock habt auf das Game, dann lasst gern ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst und ciao.